Wagner über uns bereit. Ja, herzlichen Dank. Erst einmal Ihr Statement dazu, Frau Dess. Ja, das kann ich mit einem Satz sagen. Für mich persönlich, ich finde es immer schlecht, wenn man getrieben ist oder wenn man geschoben wird. Ich finde es immer besser, wenn man selber läuft und vorangeht. Deswegen würde ich sagen, wir sollten vorangehen. Ich glaube, eine ganz große Stärke der Volkshochschulbewegung, auch in ihrer Tradition, ist die regionale Identität, die aber, das haben wir auch jetzt wirklich gelernt, ich jedenfalls immer wieder gehört und auch gelernt, es nie bei der regionalen Identität dann verbleibt, sondern universeller wird, allgemeiner wird, europäischer wird an verschiedenen Stellen. Das halte ich für einen ganz großen zentralen Punkt der Volkshochschule, aber eine regionale Verankerung. Und dann in dieser wirklich hervorragend breite Kompetenzvermittlung stärker bezogen auf Beruf, politische Bildung und Auseinandersetzung stärker bezogen aufs politische System. Das, was Sie angesprochen haben, soziale Inklusion, Integration von Minderheiten oder Personen, die den Zugang zur Bildung in der ersten Phase nicht gefunden haben. Und Herr Müller hat darauf am allerstärksten hingewiesen, auch in der Nichtwertevermittlung, das halte ich für einen falschen Begriff, in der Auseinandersetzung über Werte in unserer Gesellschaft, da hat die Volkshochschule, das ist auch aus meiner Sicht eines der Aspekte, der Grundverständnisse auf regionaler Ebene etwas ganz Hervorragendes schon geleistet und wird auch weiter leisten. Das sind viele Punkte. Ja. Für Selbstverständnis. Einige davon greifen wir auf, versprochen. So, begrüßen Sie mit mir jetzt aber Dr. Anja Wagner. Ja, ja. Herzlich willkommen, Frau Wagner. Sie wird uns gleich einen Zwischenruf hier abliefern. Ich möchte noch ein paar Worte zu Ihrer Person an dieser Stelle sagen. Sie beschäftigt sich mit globaler Transformation im digitalen Wandel, ist Trendsetterin der kreativen Art, bezeichnet sich selbst als Bildungsquerulantin. Was das genau bedeutet, das können wir dann auch noch mal nachher nachfragen. Und beschäftigt sich mit User Experience, Bildungspolitik, Arbeitsorganisation und unserer Zukunft in einer vernetzten Gesellschaft. Sie engagiert sich in einem Unternehmen, das heißt Fräulein Flow, und hier bietet sie Studien, Vorträge, Consulting und verschiedene Online-Projekte an, zum Beispiel das AnUniTV. Und da gibt es ein Flow Campus, das ist eines dieser Online-Projekte. Mehr darüber erfahren Sie sicherlich im Nachgang informell dann draußen beim Kaffee, wenn Sie Interesse haben. Jetzt aber hören wir erstmal den Zwischenruf. Liebe Anja Wagner, Sie haben das Wort. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie die Zivilgesellschaft tatsächlich auf die Bühne hier hieven und ich mal meine Sicht auf die VHS darstellen kann. Ich wurde gefragt, wie ich die VHS von morgen sehe. Und bitte sehr. Ich werde mal rauszoomen aus dieser kleinen VHS und mal in die Welt hinausschauen, wie ich das gerne tue. Was schätzen Sie, wie viele Internet-User gibt es aktuell weltweit? Wie viele Personen haben weltweit Internetverbindung? Haben Sie eine Vorstellung? Es sind 3,5 Milliarden Menschen etwa. Das macht 46%. Der Weltbevölkerung hat im Moment einen Internetzugang. Wenn wir diesen doch recht linearen Verlauf weiter fortführen bis zum Jahre 2020, dann kommen wir auf 4,5 Milliarden Menschen, das sind dann 56% der Menschheit. Aber wir bewegen uns in einer Zeitenwende, in einer radikalen Zeitenwende. Und Google, ich mache das jetzt mal am Beispiel Google fest, Google setzt gerade in diesem Jahr um die Balance, die weltweit in alle entlegenen Gebiete Internet bringen wird, in einer sehr guten LTE-Verbindung. Sie testen die bereits, das ist keine Zukunftsmusik, wird geschehen, geschieht Ende des Jahres, wird das ausgerollt. Google hat aufgekauft einen Drohnenanbieter, der ist solargetrieben, kann 5 Jahre in der Luft bleiben, ohne zu landen, bringt Internetverbindung in entlegene Gebiete. Google hat einen Fonds aufgemacht, sagt die Washington Post, und mit diesem Fonds können sie 180 eigene Satelliten in den Orbit schießen. Diese Satelliten muss man sich nicht mehr so vorstellen wie die große ISS, sondern es sind ganz kleine Schuhkartons und die rotieren dann rund in dem nahen Orbit, rund um die Erde, bringen dann
komplett überall hin sehr solides Internet. Die gleichen Aktivitäten wie Google praktiziert im Moment Facebook. Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm ist genauso da dran. Die Singularity University geht davon aus, dass wir im Jahre 2020 8 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden und von denen werden alle Internetzugang haben. Sagen wir mal, es sind 99% und im Zweifel sind wir in Deutschland wahrscheinlich mit unseren Datenschutzbestimmungen dieses 1%, was da auf jeden Fall. Was machen die ganzen Menschen eigentlich dann im Internet? Ich habe mal eine Minute lang, das kann man sich anschauen, das Internet in Echtzeit, dann kann man sehen, was da so passiert im Internet. Und das ist eine Minute Aktivität, die ich mal aufgezeichnet habe. Und die Leute, die konsumieren, sie kommunizieren, sie produzieren, sie arbeiten da drin im Netz und sie lernen. Jetzt höre ich schon die ganzen Pädagogen, aber ist das wirklich Lernen? Dann frage ich zurück, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Bildungssystems im 21. Jahrhundert? Und aus meiner Sicht sind es im Grunde drei Aspekte, die das staatliche Bildungssystem im Grunde unterstützen müsste. Das ist einmal ein Citizenship, wir haben das eben gehört, die Auseinandersetzung im politischen Diskurs, den muss man mit fördern helfen. Dann, solange wir noch in einer Welt leben, die als Arbeitsgesellschaft sich definiert, dann müssen wir im Grunde die Qualifikation den Menschen nahebringen, dass sie sich halt auch dann daran beteiligen können, also Employability. Und der dritte Aspekt, der in Deutschland leider immer sehr vernachlässigt wird, ist dieser in Zeiten der Automatisierung aber umso wichtiger werdende Aspekt, dass wir Infrastrukturen schaffen, damit Menschen etwas unternehmen können. Sei es zivilgesellschaftlich, sei es gewinnorientiert, sei es gemeingenützig. Und dieses wird natürlich alles auch internetbasiert geschehen müssen, zwangsläufig, weil nur im Internet wird man sich so lebenslang in dieser Dynamik weiterentwickeln können. Und es gibt dann verschiedene Forschungen über die letzten Jahrzehnte, wie man das am besten macht. Und das sind so verschiedene Disziplinen gewesen, die sich einmal damit beschäftigt haben, wie kann man das am besten designen und auf der anderen Seite, wie kann man die Technologie irgendwie so den Menschen nahebringen. Und was wir aber jetzt beobachten können, ist, dass wir ganz rechts bei diesem Knäuel gelandet sind, wo alles zusammenläuft, also wo Technologie und User-Ansprache im Grunde nicht mehr zu differenzieren sind und wir das auch nicht mehr analytisch genau auseinanderkriegen. Und in diesem Knäuel gibt es halt auch, es sind halt diese ganzen verschiedenen Apps, diese ganzen verschiedenen Anwendungen, die auch das Lernen unterstützen. Und das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Und wir kennen das im deutschsprachigen Raum oder auch von vielen alten Anbietern, die sich in dem unteren Teil im Grunde bewegen, nämlich ihre gesamte Angebotspalette auf die Webseite stellen und dann sagen, okay, beschäftigt euch damit und wenn ihr das nutzen wollt, dann kümmert euch selber darum. Und es gibt die andere Anfrage, den anderen Zugang, wie Google und Apple halt vorgehen, ist, dass sie im Grunde es schaffen, mit einem ganz reinen, simplen Design dem Menschen einen Faden zu geben, ein Fadenende, wo er das ganze Knäuel im Grunde sich zugänglich machen kann. Und das ist eine andere Sicht auf die Welt, es ist nämlich ein Nachfragemarkt. So, und wenn wir uns dann die VHS uns anschauen, die aus User-Sicht dann ja auf der gleichen Ebene steht wie all diese ganzen attraktiven Apps, die alltäglich genutzt werden. Wir sprachen ja eben über die jüngeren Zielgruppen, die sie kaum noch erreichen. Und weil die VHS hat ja in ihren 100 Jahren im Grunde diese ganzen Bedürfnisse der Menschen ja auch vereinigt. Also sie haben halt das Wissen vermittelt, sie haben das Socializing ermöglicht und sie haben die Zertifizierung übernommen. Und das anbandelt sich jetzt, wie die Amerikaner sagen. Also es entbündelt sich, diese verschiedenen Facetten, und die werden immer weiter optimiert. Und dann haben wir diese ganzen Apps, die hochprofessionell arbeiten und halt wirklich dem User gefällig die Sachen darbieten. Und das ist die Herausforderung, vor der die Volkshochschule meines Erachtens steht. Sie werden noch auf lange Sicht ihre Zielgruppen haben, aber es ist die Frage aus meiner Sicht, ob die ihnen nicht quasi rauswachsen, ne? Also indem sie immer älter werden und hinten wachsen dann halt die jungen Leute nach. So, und wie kann man damit umgehen? Und ich glaube, ich bin in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen auf verschiedenen Konferenzen, habe mir viele
viele Vorträge angeschaut, von, auch von großen Tankern in anderen Bereichen, in der Automobilindustrie, im Handel, bei Verlagen und so weiter. Und wie die vorgehen, ist halt, dass sie selber sich an den Rändern selber kannibalisieren. Also dass sie versuchen, kleine Teams rauszusenden und die selber überlegen, wie können wir denn eigentlich unser Geschäftsmodell auf eine neue Ebene hieven. Und also selbst disruptiv zu verfahren. Und da würde ich im Grunde, sehe ich im Grunde drei Möglichkeiten für die VHS. Entweder versuchen sie halt mit den ganzen tollen Apps irgendwie im Online-Angebot zu konkurrieren. Und dabei gibt es verschiedene Bereiche, auf die will ich jetzt hier nicht eingehen. Aber jeder Pöppel ist im Grunde eine Möglichkeit, wo man ansetzen könnte, um sich attraktiv auf dem Markt zu präsentieren. Aber sie stehen in Konkurrenz zu dem, zum weltweiten Angebot. Und wie ich eben dargelegt habe, sind im Grunde 8 Milliarden Menschen in 4 Jahren online. Und die werden alle Angebote auf den Markt schmeißen. Mit denen stehen sie in Konkurrenz. Und gleichzeitig sehen wir im Moment die Entwicklung, wie attraktive Online-Angebote den Weg zurückgehen in die physische Welt und in der Zwischenzeit wieder Local Stores schaffen, also in ihren Bereich vordringen, wo sie eigentlich ihre Stärke haben. So, das ist also der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, wo ich, das hatte ich auch schon geschrieben in meinem Beitrag, wo ich eigentlich viel Hoffnung habe in die VHS, dass sie vielleicht sich da in die Richtung bewegen, ist, dass sie anfangen, dieses Knäuel irgendwie aufzudröseln, dass sie Leuten, die irgendwie sich weiterbilden wollen, die einen Bedarf haben, die aber auch in dieser Unübersichtlichkeit einfach untergehen, dass sie denen einen Startpunkt zeigen und da ein Fadenende irgendwie bereithalten, mit dem sie sich dann so weiterhangeln können. Also dann ist die VHS auf einmal ein Enabler und kein Konkurrent, sondern sie nutzen im Grunde dieses riesige Angebot, was im Netz ist, als ein Fundament für sich selbst. Und dann geht es halt darum, dass die VHS wirklich attraktiv irgendwie an die Zielgruppen rantritt und da dieses ganze tolle Netz demonstriert und zeigt, guck mal, was es hier alles Tolles gibt und wie ihr da rangehen könnt. Und das in sehr unterschiedlichen Formaten und User, aus der User-Sicht sich das Ganze denkend. Und die dritte Variante, die ich sehe, und da habe ich auch sehr viel Hoffnung an die VHS, weil wir sehen im Moment, wie alle möglichen Produktanbieter, Industrien in den politischen Institutionen im Moment ein- und ausgehen und da auch die Hochschulen sehr massive Lobbyarbeit betreiben. Und gleichzeitig, aber wer keine Lobby hat, sind eigentlich diese ganzen lernbegierigen Menschen, die eigentlich nur mal sich weiterentwickeln wollen. Und da sehe ich und hoffe ich sehr stark, dass sie ihre Power nehmen und ihre Infrastruktur nehmen und sich da reinbegeben und für uns alle sprechen und da eine Schnittstelle schaffen. Und also weg von diesem, ja, sie haben auch tolle Angebote und wir haben auch tolle Kurse und wir brauchen mehr Geld, um noch tollere Kurse zu machen. Ich glaube, das ist für mich nicht der richtige Ansatz, sondern sich wirklich als Schnittstelle zu verstehen. Und dann halt, wir brauchen einen Türöffner, der uns diesen Zugang schafft zu Citizenship, zu Employability und Entrepreneurship. Und weil den haben wir nicht. Das sind ansonsten immer nur so Industrievertreter. So, meine Empfehlung ist also, nicht so sehr auf diese Angebotsebene zu gehen und selber irgendwie zu versuchen, auch tolle Apps und irgendwas zu basteln. Kann man auch machen, da wo es fehlt und wo es wirklich Lücken gibt, sondern sich als Enabler und als Türöffner zu verstehen und da im Grunde die Schnittstelle zu schaffen. Da würde ich ganz gerne die VHS sehen. Und ja, dass sie halt faire Schnittstellen schaffen, weil das ist das, was uns im Moment fehlt, ist, dass es irgendwie wirklich eine Fairness gibt. Und ja, dass sie das Netz einfach nicht als Konkurrent wahrnehmen, sondern als ihr Backend, auf das sie zugreifen können und dass sie uns dann den normalen Menschen dann zugänglich machen. Und insofern hoffe ich, dass sie uns auch helfen, die Menschen weiter zu empowern, weil das ist auch mein Ziel irgendwie. Mir geht es darum, dass die Menschen halt, ich glaube an die kollektive Intelligenz der Menschen und ich möchte, dass sie auch mithelfen, die weiter auszubauen. Denn im Laufe der Präsentation ist mir dann doch nochmal aufgegangen folgender Gedanke, liebe Frau Bilger, da Sie sich ja mit Weiterbildungsverhalten in Deutschland sehr viel und eingängig
befasst haben, wenn Sie sich jetzt diese Umfrage nochmal anschauen, beziehungsweise die Ergebnisse der Umfrage, entspricht das auch sozusagen dem, was Sie an anderen Stellen an Bereitschaft für einen digitalen Wandel wahrnehmen in Deutschland? In der Tat, es wird zunehmend wichtiger. Auch die Auftraggeber des Adult Education Survey oder des AIS sehen es derzeit so, dort einen Themenschwerpunkt aufzubauen. Also es wird zunehmend wichtiger, es gerät zunehmend mehr in die Beobachtung. Und ich sagte ja vorhin, das, was wir sehen, das sind für mich in der Tat erwartbare Ergebnisse gewesen. Das deckt sich insofern auch mit den Erfahrungen, die ich aus anderen Studien habe. Mhm. Herzlichen Dank. So, liebe Frau Wagner, das, was Sie uns jetzt hier präsentiert haben, ich glaube, das setzt auch ein ganz anderes Bildungsverständnis voraus, das möglicherweise noch gar nicht so implementiert ist. Ich rede mal jetzt von Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Was verstehen Sie unter Bildung? Diese drei Punkte, Citizenship, Employability und Entrepreneurship, also dafür muss das Bildungssystem im Grunde die Infrastruktur schaffen und die Voraussetzungen schaffen. Bildung ist ansonsten, ist es ja immer ein sehr weiter Begriff, da kann man ja schon darüber diskutieren, je nachdem aus welcher Fachdisziplin man kommt und wie man darauf schaut. Für mich ist es im Grunde Bildung, also wir sind gerade in der internen Diskussion bei Flow Campus mit ein paar Leuten da zugange. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, Bildung ist eigentlich das Betriebssystem der Gesellschaft. Bildung 4.0 ist das Betriebssystem. Und wir müssen im Grunde uns überlegen, wie setzen wir das jetzt neu auf für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Und das sind andere als in der Industriegesellschaft. Und wir haben früher mit dieser Content-Fokussierung und dieser Wissensvermittlung, das war alles gut und schön, um so Angestellte zu produzieren, die dann gute Qualität made in Germany da produzieren in irgendeinem Ablauf, der Top-Down quasi vorgegeben war. Und das haben wir aber jetzt nicht mehr. Es kommen immer mehr weitere Lücken, werden auftreten und die müssen wir selber kreativ füllen. Und zwar nicht irgendjemand in der KMK oder irgendwo in irgendeiner politischen Institution, sondern das muss von unten wachsen. Da müssen alle mitdenken. Dafür braucht es auch so Räume wie die VHS, wo man zusammenkommt und wo wir gemeinsam überlegen, gut, wie schaffen wir das denn? Wir müssen experimentieren. Es gibt im Moment keinen Plan. Es gibt niemanden, es gibt kein Lehrbuch, wo Sie sich daran orientieren können. Sondern wir müssen irgendwie das Lehrbuch selber schreiben, gemeinsam. Ich bin ja inzwischen ganz großer Fan davon, vom Ende her zu denken. In dem Fall gibt es kein Ende, es wird immer ein offenes Ende sein, das ist ja klar, dass sich weiterentwickelt. Aber Sie haben auch so schön das Jahr 2020 schon einmal hier gescreent. Wenn wir uns jetzt da einfach mal hindenken, wie sieht das Selbstverständnis der Volkshochschule im Jahre 2020 aus? Und wenn ja, wie kommen wir da hin? Frau Dess, das ist super. Viel Spaß. Ja. Also ich glaube, ich fange mal vom hinteren Ende an. Ich kann Frau Wagner gut folgen an dem Punkt, dass Citizenship, Employability und Entrepreneurship so wesentliche Faktoren für Bildung im 21. Jahrhundert sind. Weil wenn man das auf Deutsch übersetzt, ist das das, was Volkshochschulen auch schon immer machen. Das ist unser Antrieb für die Dinge, die Sie eben beschrieben haben, die man heute vielleicht anders machen könnte auch. Und Volkshochschulen haben in den letzten 100 Jahren immer wieder bewiesen und gezeigt, dass Ihr Ansatz ist, dann in der Gesellschaft zu reagieren und sich anzupassen, wenn dort Veränderungen stattgefunden haben. Das haben wir immer wieder gezeigt. Das heißt, wir werden jetzt das auch hinkriegen. Das würde ich jetzt mal so als Reaktion auf das sagen, wie Sie die Erwartung an uns haben. Dieses Experimentelle werden wir wieder schaffen. Wenn ich mir vorstelle, wie meine Volkshochschule im Jahr 2020 aussehen soll, dann glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Räume, die wir zur Verfügung haben, die Örtlichkeit, dass die so ist, dass dort Menschen zusammenkommen können, ohne dass sie bei uns einen Kurs kaufen müssen. Dass sie Möglichkeiten haben, sich selbst zu organisieren, dass sie ihre eigene Bildung mitbringen. Und mir ist das im Zusammenhang mit Barcamps aufgefallen. Das sind ja zum Beispiel auch Veranstaltungsformen, die den Menschen Selbstgestaltung erlauben, auch im Zusammenhang mit Internetaktivitäten, dass wir zurzeit noch einen ganz großen Bedarf haben, eben den Inhalt zu kontrollieren, so wie Sie das auch gesagt haben, sozusagen die Kontrolle über den Content zu haben und dass wir lernen müssen, diese Kontrolle abzugeben.
unsere Räume angstfrei zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier könnt ihr lernen, hier könnt ihr eure eigenen Kursleiter mitbringen, ihr könnt eure Sachen mitbringen, ihr könnt bei uns das selber organisieren, was ihr gerne haben wollt, und wir haben keine Angst, dass ihr da irgendwas macht, wo wir womöglich nachher in der Kommune einen Anschluss kriegen, weil das irgendwie der politischen Linie nicht gefallen hat oder irgend sowas. Und das muss möglich sein.